Hallo liebe Leute, wir sind hier unten in Larklands-Sumpf und wir haben hier eine Questaufzeichnung der alten Sitten. Seht nur, Base. Diese Schriftstücke enthalten einige der frühesten Schriftstücke unserer Vorfahren. Alle zerstört. Die Tiere im Grasland von Gothma sind kürzlich in eine Raserei getrieben worden. Sie zerstören unsere Runentafeln oder fressen sie sogar. Ich will die Kreaturen nicht beschuldigen. Aber wir müssen unsere Geschichte schützen. Ich bin sicher, dass ihr als Druidin mir beipflichtet. Bitte, rettet, was immer ihr könnt. So, wir müssen jetzt hier in das Gebiet rein. Und dort dann halt die Runentafel von Wildtieren sammeln. Von hinten! Sie kamen! Von hinten! Ich liebe das so. So, wir müssen da hoch. Gucken wir mal. Das ist die erste Rundtafel. Zack. Also wie gesagt, einfach hier die Viecher töten. Die Ziegenmenschen, glaube ich, geben sie nicht, oder? Die Ziegenmenschen geben sie nicht. Die sind nur beiläufig Futter. Aber hier unten, ihr seht auf der Karte diese Punkte, das sind meistens immer Questgegner, wenn die so angezeigt worden sind. Wie jetzt die drei Punkte auf der Minimap. Ne? Das sind meistens dann die Questgeber, die was tun können. Da haben wir nämlich die nächste. Zack. So, dann ist nur noch eine, die uns fehlt. Mal, wo wir noch welche finden auf der Karte. Also gut ist immer, wenn die Karte, wenn Punkte auf der Karte angezeigt werden, das sind meistens dann Gegner, die das haben. Also hier so normale NPCs haben es nicht. Und wir müssen laufen hier. Wildtiere brauchen wir. Da oben sind welche. Da ist einer. Na gut. Da haben wir letzte Tafel, sehr gut. Aua, aua! Was will der anlegen, du scheiß Ziegel? So, wir müssen jetzt wieder da runter. Easy peasy. Also wie gesagt, mit dem Bärbär ist das alles kein Problem. Die Skillung Pulverisierung macht richtig Spaß. Auch wenn wir die Endskillung spielen, aber die ist angenehmer. Also ab 40 rate ich jedem, wenn ihr die Level-Skillung habt von Pulverisieren, geht auf die Endgame-Skillung von Pulverisieren bei Max Roll, weil die einfach stärker ist. Mit dem irdenen Schlag hier ist es einfach angenehmer zu spielen. Ist einfach Tatsache. Da fühlt ihr euch ein bisschen mobiler an. Einfach wieder hingehen zum Morek. Falsche Tasse. Und abgeben. Danke. Darin befinden sich zahlreiche Lehren, Gebete und Weisheiten, die von Fiagla Gea selbst überliefert wurden. Das Leben ist eine endlose Lektion. Und es gibt noch so viel zu lernen. Ich bedanke mich und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute.